Badewetter an der Ostsee. Jetzt im Sommer hat das Meer um die 19 Grad. Keine Badewannentemperatur, aber deutlich angenehmer als noch vor 30 Jahren. Da trauten sich hier nur Hartgesottene ins Wasser. Seit den 80ern geht die Temperatur wirklich rapide in die Höhe, sagt Stella Nemetzky. Sie verfolgt beim WWF in Hamburg seit Jahren, wie sich die Meere erwärmen. Und wie viele andere Fachleute ist die Meeresbiologin alarmiert. Besonders deutlich hat man die Erhitzung der Oberflächentemperatur des Meeres jetzt zuletzt im Nordostatlantik und in der Nordsee gesehen. Wir reden hier in dem Bereich von nicht vielleicht einem Grad gesamt durchschnittliche Erwärmung, aber man hat natürlich in solchen Bereichen dann auch immer einzelne Hitzewellen, wo die Temperatur akut in einzelnen Phasen teils und jetzt zuletzt über 4 Grad wärmer war als im Durchschnitt der letzten Jahre. Im weltweiten Mittel haben sich die Ozeane um rund 0,6 Grad erwärmt. Das klingt nicht viel, ist aber gravierend, denn die Meere sorgen für die Abkühlung der Erde. Sie bedecken mehr als 70% des Globus und sind der Puffer, der die Temperatur des Planeten ausgleicht. Tagsüber und im Sommer absorbiert die Meeresoberfläche Wärmeenergie. Nachts und im Winter gibt sie einen Teil davon ab. Wird es insgesamt wärmer auf der Erde, nehmen auch die Ozeane mehr Wärme auf. Damit verlangsamen sie bisher die weltweite Erhitzung der Atmosphäre. Aber das hat Folgen. Für das Leben im Meer, für das Wetter an Land und für den CO2-Kreislauf der Erde. Aber eins nach dem anderen. In der Ostsee beobachten Fischer und Wissenschaftler seit Jahren eine dramatische Veränderung des Fischbestandes. Untersuchungen des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock stellen fest, der Dorsch, ehemals einer der häufigsten Fische der Ostsee, ist kaum mehr zu finden. Reine Plattfischware, also die Dorsche sind hier auf jeden Fall weg. Das ist für die Küstenfischerei hierzulande im Grunde die blanke Katastrophe. Auch in anderen Meeren bleiben die Netze immer öfter leer. Ein Desaster für Millionen Fischer weltweit. Verantwortlich neben Überfischung und Verschmutzung die steigenden Wassertemperaturen. Wird nämlich das Wasser wärmer, sinkt sein Sauerstoffgehalt. Um noch Luft zu bekommen, müssen Fische ausweichen in tiefere Wasserschichten oder in Richtung der Pole. Mobile Arten wie Fische schwimmen weg, dahin, wo es kälter ist, also in tiefere Bereiche oder in höhere Breiten. All jene Tiergruppen oder Organismengruppen, die nicht flüchten können, sterben im Zweifel ab oder sie werden krank. Akut gefährdet zum Beispiel Korallenriffe, Kinderstube für hunderte Arten, die dort leben und sich vermehren. Schon eine leichte Erwärmung kann Korallen töten. In der Karibik und vor Australien sind deshalb tausende Kilometer Riffe bedroht. Viele sind bereits schwer geschädigt. Erkennbar am Verlust ihrer Farben, Korallenbleiche genannt. Andere Arten dagegen profitieren. Das Wachstum vieler Algenarten explodiert förmlich in wärmerem Wasser. Bei steigenden Wassertemperaturen breiten sich schleimige Teppiche aus organischem Material und Bakterien aus. Sogenannter Meeresrotz überzieht das Wasser. Und auch Quallen vermehren sich stark. Entwicklungen, die rasant voranschreiten und die Meere dramatisch verändern. Ökosysteme sind natürlich einem stetigen Wandel unterworfen, aber dieser Wandel findet normalerweise über deutlich längere Zeiträume statt, als wir das jetzt in dieser Klimakatastrophe vorfinden. Das heißt, der Wandel ist so schnell, dass sich Ökosysteme, Habitate, Lebensräume, Nahrungsnetze eben nicht anpassen können, sondern auseinandergerissen werden, so gestört werden, dass unklar ist, ob sie ihre Funktionen auch noch erfüllen können. Und die Ozeane werden sich weiter erhitzen, sagen Klimamodelle, mit Folgen für den gesamten Globus. Weltmeere sind nämlich neben Wäldern und Böden der größte Kohlenstoffspeicher der Erde. Rund ein Drittel aller Treibhausgase aus der Atmosphäre verschwinden in den Meeren, täglich bis zu 30 Millionen Tonnen CO2. Ein natürlicher Vorgang, der einen Ausgleich zwischen Luft und Wasser schafft.
Zum einen löst sich CO2 aus der Luft im Oberflächenwasser, zum anderen nehmen Algen, andere Wasserpflanzen und Plankton Kohlenstoff auf, um zu wachsen. Sterben sie ab, sinkt ihre Biomasse zum Meeresboden und lagert sich mitsamt dem gebundenen Kohlenstoff im Sediment der Tiefsee ab. Der Kohlenstoff aus dem Oberflächenwasser gelangt mit den Meeresströmungen in die Tiefe und reichert sich dort über Jahrzehnte an. Je mehr CO2 aber in die Atmosphäre gerät, desto mehr landet auch im Meer. Und das hat weitere Konsequenzen. Mit dem Kohlenstoff steigt nämlich der Säuregehalt des Meerwassers. Katastrophal für Organismen wie Korallen, Milliardenkrebse und Schnecken und das Zooplankton, das Lebensgrundlage für die Großen im Ozean ist. Für ihr Skelett, für Schalen und Panzer brauchen die Kleintiere nämlich Kalk. Und der nimmt mit saurem Wasser immer weiter ab. Wir Menschen dagegen können nur hoffen, dass die Meere möglichst viel Treibhausgase aufnehmen. Doch aktuell verlangsamt sich dieser Prozess, warnt Professor Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Und mit der Erwärmung nimmt die physikalische Löslichkeit für CO2 im Wasser ab. Das gilt für alle Gase. Und dann wird der Ozean entsprechend weniger CO2 aufnehmen. Das ist ein gradueller Prozess. Das ist in dem Sinne ein Problem, dass dieser Prozess zusammen mit anderen eben dazu führt, dass die Dienstleistung des Ozeans, die er derzeit für uns macht, dass er nämlich 25-30% des vom Menschen emittierten CO2 aufnimmt, dass diese Dienstleistung schwächer wird. Und wir dadurch auch einen stärkeren Anstieg von CO2 in der Atmosphäre bekommen. Eine beunruhigende Entwicklung. Und damit stellt sich die Frage, welche Auswirkungen hat die Meereserwärmung eigentlich an Land? Fakt ist, je wärmer die Meere, desto mehr Wasser verdunstet und steigt empor. Besonders warme Luft kann extrem viel Wasserdampf aufnehmen. Winde treiben die wassergesättigten Luftmassen dann vor sich her. Kühlen sie ab und treffen an Land, steigt das Risiko für Extremwetterlagen mit Starkregen, Unwettern und Überschwemmungen. Besonders in den Tropen, wo sich über den aufgeheizten Meeren Wirbelstürme zusammenbrauen, sind die Folgen verheerend. Aber auch weltweit treffen Unwetter Menschen und Natur immer härter. Die Stabilität von Lebensräumen nimmt ab. Die Widerstandsfähigkeit der Meere, der Ökosysteme nimmt ab. Und das bedeutet, sie werden noch anfälliger für Stressoren wie weitere Erhitzungen, wie Ozeanversauerung. Bedeutet einfach, dass die Gesamtstresslage immer weiter zunimmt. An diesem Sommertag genießen die Badegäste an der Ostsee das angenehm laue Meer. Aber es gibt deutliche Zeichen, dass die wärmeren Wassertemperaturen keineswegs nur ein Grund zur Freude sind.